Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem kunterbunten Kanal. Ja, zum Thema Clear Blue. Und zwar, seht ihr das? Ich habe den schon probiert. Ist eine Weile her, eine ganze Weile. Ja, diese Teile sind wahrscheinlich so konzipiert, dass die Batterie, sofern der Test gerade gemacht wird, nicht lange hält. Das heißt, die Anzeige erlischt meiner Meinung nach je nach Lagerungszustand oder wie lange die Produktion vielleicht her ist, vielleicht einige Stunden. Weil ich wollte meinen Freund genau hiermit überraschen und ihm das zeigen. Und ja, die Wochenbestimmung hat hingehauen. Das seht ihr an einem anderen Video von mir auch zum Thema Clear Blue Test. Als er positiv war, hat genau die Woche und darüber hinaus das angezeigt alles, genau wie es sein musste. Also es hat super funktioniert sogar. Und ja, also ich habe den Test vorher noch nie gemacht, noch nie, gar nicht. Es war das erste Mal in meinem Leben. Ja, man gibt so viel Geld dafür aus. Ich war bei dem DM, Rossmann? Bei DM war ich, genau. Habe den geholt, auch mit Folsäurepräparaten und so weiter, was man halt so kennt. Ja, war dann traurig, dass ich den dann nicht mehr zeigen konnte mit, guck mal hier, wie viele Wochen und so weiter. Ist schon echt schade. Aber das seht ihr, wie gesagt, in einem anderen Video. Ich verlinke euch das unten in die Infobox, in die Beschreibung rein. Und dann könnt ihr das Video auch sehen. Ja, eine mega tolle Sache, diese Wochenbestimmung, wie ich finde. Ich habe zu Beginn der Schwangerschaft einen Internettest noch gemacht, den ich zu Hause gefunden hatte. Einen Tag vor NMT, also bevor die Menstruation hätte kommen müssen, dachte ich, Mensch, du hast noch einen Test im Schrank. Mach den doch einfach, spaßeshalber. Dass er positiv werden würde, hätte ich persönlich nicht unbedingt erwartet. Und vorher kommt oft, ja, die habe ich immer in großen Paketen geholt. Diese Prolamed-Sensitiv Frühtests, die sind ab 10 Milliliter im Urin verwendbar. Also die Empfindlichkeit steht da drauf. Ja, ich zeige euch mal, ich hoffe, ihr könnt das auch sehen, irgendwie ein bisschen näher vielleicht. Ich zittere, tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr könnt das irgendwie sehen. Da sollte noch eine ganz schwache rosa Linie sein. Ich musste da, glaube ich, 10-mal raufgucken, ehe ich es überhaupt kapiert habe, was da los ist. Doch man sieht es noch. Na, man sieht es noch schwach. Vielleicht hat es gerade nicht geklappt, ich zeige es nochmal. Ja, ist wie gesagt schon eine ganze Weile her jetzt und der ist auch schon so ein bisschen kriselig geworden, irgendwie der Test. Also ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ihr seht was. Ich weiß nicht. Wenn nicht, dann nicht. Die Kamera ist nicht die beste. Ja, genau. Und das war mein letzter Test. Der war dann positiv und Riesenüberraschung, Riesenwunder. Und das nach so langer Zeit. Wer meine Videos verfolgt, der, ja, der weiß halt vieles. Gut, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Schauen, wenn ihr bis hierhin gekommen seid und hoffe, ihr schaut wieder rein oder lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich habe so viele zahlreiche Themen, ja, deshalb kunterbunt. Tschüssi!